Hey, aufgewacht! Die Vorlesung ist vorbei! Zwischen alle weg! Wieso müssen Vorlesungen immer so lang sein? Und so langweilig? Ich meine, wer kann denn so lange zuhören? Diese ganzen Fremdwörter und immer so monoton und alles immer so verschwurbelt. Hallo? So ist die Wissenschaft. Das hier ist die Universität und kein Ponyhof. Möchtest du lieber Bildsprache? Bunt, prägnant. Anschaulich. Warum nicht, solange es keine Bildinhalte sind? Vielleicht gibt's da eine Lösung. Aha. Lass uns doch mal ein Video über Science Slam machen. Science was? Heute Abend. Science Slam. Was ist das? Wir Univisionäre möchten euch das neuartige Phänomen vorstellen, das Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland zum nationalen Wettstreit antreibt. Die Gunst der Stunde nutzen, haben wir uns bei einem Slam in Göttingen nach den Erwartungen des Otto-Normal-Studenten erkundigt. Also ist das hier das erste Mal, dass du beim Science Slam dabei bist? Ja. Hier was ja. Genau, also ich war schon mal auf dem Poetry Slam, aber im Science Slam habe ich noch nicht gesehen. Nee, noch nicht. Und weißt du schon irgendwas über Science Slam? 10 Minuten, gute Unterhaltung, pro Vortrag und das, was bei rüberkommt. Ja, ich habe gehört, es macht auch Spaß. Das ist auch ein bisschen was komödisch auch, oder? Ja. Ich war noch nicht da gewesen bei so einem Science-Lehrer. Auf jeden Fall, dann erklärt es vielleicht doch nochmal. Und da das Gros der Studenten auch noch nicht schlauer ist, haben wir die Profis zu Wort gebeten. Wer eignete sich da besser als der derzeitige deutsche Meister im Science Slam und Göttinger Physiker Boris Lemmer sowie der Mitveranstalter des Slams Professor Dr. Arnulf Quadt? Es muss halt mein Forschungsgebiet sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwas erzählen, was ich ganz nett finde. Das gibt's manchmal, aber oft ist wirklich die Regel das, worin ich forsche. Und deswegen ist es bei mir immer Teilchenphysik. Diese Elementarteilchen, jetzt zum Beispiel diese Quarks, das ist das, was ich bei der Doktorarbeit untersuche, das Top-Quark, das ist super schwer, obwohl es aus nichts zusammengebaut ist. Warum hat das überhaupt eine Masse? Da gibt's jetzt wieder. Habt ihr gehört, das ist schwer. Ja, ich denke, der Science Slam ist was ganz Besonderes, weil es auf der einen Seite wirklich wissenschaftlich spannende Themen sind. Und es ist definitiv kompakt. Also selbst wenn man das ein oder andere Thema langweilig findet, nach 10 Minuten ist definitiv Schluss. Ja, und es muss natürlich dann zusätzlich noch ein bisschen unterhaltend sein. Es soll ja keine reine, trockene Wissenschaft sein. Deswegen auch eine Bühne mit Moderator, mit ein bisschen Aufwärmen vorher, dass die Stimmung eben auch entsprechend ist. Und deswegen wird es ja auch abends auch bei einem Glas Bier oder Apfelschorle oder so dann durchgeführt. Jetzt kann ich euch mal fragen, wer ist hier Geisteswissenschaftler? Ja, wer ist Naturwissenschaftler? Also doch eher was für Nerds. Was studierst du? Physik. Physik. Jura. Man hat wahrscheinlich die Erwartung, dass es gibt nur für Nerds und alles, was wirklich kompliziert ist. Also als Physiker wächst du immer damit auf, dass keinen das interessiert, was du machst. Ne? Physik, oh blöd, ja, Physik habe ich auch abgewählt, verstehe ich nicht, kacke. Und das war so das erste Mal, dass Leute dem positiv gegenüber eingestellt waren, hatte ich so das Gefühl, vor allem so eine Riesenmenge, dass Leute kommen und sagen, ach, das ist ja interessant, was du machst und erzähl mal mehr davon, dass sowas geht. Wenn man das Format so ein bisschen anpasst, ich meine, man darf es halt nicht so dämlich erzählen, ein bisschen witzig, ein bisschen anschaulich und dann interessiert die Leute das und das ist für mich super, dass Leute interessiert, was ich mache, aber auch für mein Fach ganz toll. Aber es gibt ja viele berühmte Physiker, Wissenschaftler, die vorher auch schon gesagt haben, wenn du es deiner Großmutter nicht in 2, 3 Sätzen erklären kannst, was du tust, dann hast du es auch nicht wirklich verstanden. Ja, man muss immer ganz viele Alltagssituationen, glaube ich, überlegen, die irgendwas damit zu tun haben. Dass die Leute sagen, ah, das kenne ich und halt auch, ah, das verstehe ich. Wenn ihr euren Nachbarn mal mit der Hand in den Nacken schlagt und es soll richtig sitzen, macht ihr vorne so einen Eiszwecken drauf. Das ist richtig, weil man möglichst viel Energie auf einen kleinen Punkt kommt. Dass man nichts erwartet von den Leuten, also man denkt so oft, ja okay, das sollte klar sein, aber ich fange halt immer an mit gar nichts ist klar und dann sich selbst so nicht so ernst nehmen, glaube ich. Das hat auch ganz gut getan, dass wir immer so oft, da ist wieder der kleine, lustige, dicke mit dem hessischen Akzent, ne? Das ist halt besser als der große Wissenschaftler, der dann da was erzählt. Das hilft. Also wenn ich morgens aufstehe, versuche ich alle Mysterien zu erforschen, die mir so über den Weg laufen. Das erste davon ist mein Bauch. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wo hat er seine ganze Masse denn? Und nur somit in der Untersuchung seiner Bestandteile. Das ist in der Regel Snickers und Wurst. Das ist aber das nämlich das Ende vom Lied. Das heißt, ich kann auch bei Snickers und Wurst noch fragen, was sind die Bestandteile? Und das Spiel kann ich beliebig weiterspielen, bis ich irgendwann zu den Elementarteilchen komme. Würdest du sagen, dass auch Professoren an der Uni von dir oder von Slammern allgemein was lernen können? Ich denke schon.
Also jetzt auch die sollen nicht nur zugucken und dann lernen, sondern es tut jedem Menschen gut, auch mal selber mitzumachen. Vor allem, wenn man dann so direktes Feedback kriegt. In der Vorlesung sitzen alle da, schreiben mit und ist okay. Wenn man Glück hat, wird hinterher evaluiert und da weiß man auch nie, was spielt da eine Rolle. Aber da siehst du sofort, wenn jemand das Gesicht verzieht, weil er was nicht versteht. Und dann kannst du darauf reagieren, entweder direkt oder beim nächsten Vortrag. Und das hilft allen Menschen, die irgendwo Vorträge halten und Wissen vermitteln wollen. Ich glaube, das ist jetzt nichts nur für junge Leute. Diese so eine Teilnahme an einem Science Slam ist auch ein Lernprozess, der wichtig ist, um Qualifikationen später für die Lehre zu erarbeiten. Wenn ich das jetzt beschleunige, will ich das auf richtig viel Energie bringen. Dafür müssen die Dinger Lichtgeschwindigkeit kriegen. Hier dieser Fernseher ist jetzt mal symbolisiert durch mich, wie ich das Ding trete. Damit es Lichtgeschwindigkeit kriegt, braucht es nicht nur einen Tritt, nicht nur zwei, drei, vier, sondern beliebig viele hintereinander. So Beschleuniger kann man bauen, die heißen Linearbeschleuniger, die sind aber teuer und dumm. Deswegen haben wir uns was Neues überlegt. Erst wenn wir nur so einen Treter haben und das Teil nach jedem Tritt einfach wieder bei uns vorbeikommt und sich den nächsten Wir sehen ja auch die Reaktionen der Teilnehmer, die dann hinterher auch gefragt wurden, wie hat es ihnen denn gefallen und was haben sie denn mitgenommen, was haben sie verstanden. Und dann gehen die da raus ganz begeistert und sagen, jetzt habe ich endlich verstanden, was Teilchenphysik, das ist ja ganz einfach, das macht Spaß, juhu. Und das ist das, was wir vermitteln wollen, es ist ganz einfach und es macht Spaß. Und am Ende bestimmt das Publikum den Sieger. Einen Sieger gibt es schon jetzt, die Wissenschaft. Beratet euch mit all euren Nachbarn, ich zähle gleich runter und bei 0 erst die Punkte hoch, alle zusammen. Alles klar? Okay, alle bereit? 3, 2, 1, Punkte hoch.